Ja, also es gibt alles Mögliche. Es gibt auch Soziopathen, es gibt auch Psychopathen. Also es gibt nicht nur Romantiker, das ist mir schon klar. Es gibt auch einfach Playboys. Ja, und Playgirls. Gottes Willen, was weißt du alles? Ist ja furchtbar. Gott, das kann nicht dein Ernst sein. Was ist los? Es geht immer um Next, Next, Next. Ja, man hat was 3 Sekunden im Kopf. Next. Ich glaube, jeder Mensch träumt letztlich von einer großen Liebe. Das weiß ja wirklich alles, Mann. Du weißt ja wirklich alles, was du für Sachen hier auspackst, ey. Hallo Simon. Hallo. Wir fangen erstmal mit den Felder-Oder-Fragen an. Oh Gott. Gin Tonic oder Weincocktail? Gin Tonic. Oldtimer Autos oder Porsche? Oldtimer. Tinder Date oder One Night Stand mit der Ex? Wow, da kann ich ja überhaupt nichts Gutes antworten, sondern also eher One Night Stand mit der Ex, glaube ich. Auf Tinder kann ich nicht sein. Ich war mal auf Tinder, hat mich sofort RTL 2 angerufen und hat gesagt, ah, du bist auf Tinder, dürfen wir dich dazu ein paar Fragen stellen? Wir machen da eine Reportage. Also kann ich ja nur die andere Antwort nehmen. Hier, es hat auch gemeint, es gibt so Promi-Tinder. Da bin ich, beim Promi-Tinder bin ich anscheinend nicht eingeladen worden. Das ist sehr schade. Anscheinend qualifiziere ich noch nicht als Promi Alles klar. genug. Dann gehen wir weiter. Vielleicht melden Sie sich. Ja, vielleicht, ja. Brünett oder blond? Charakter. Kommt dann drauf an, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt sehr, sehr tolle Brünette und sehr, sehr tolle Blonde und da kommt es dann wirklich auf ganz andere Sachen an. Sehr gut. Berlin oder München? Im Wechsel, sage ich, kann ich auch nicht beides sagen. Ich komme aus München, ich liebe München und aber die Aufregung von Berlin hier und da zu erleben, ist wichtig. Ich habe mir den Film angeschaut und dein Sohn David spielt mit. Ja. Wie waren die Dreharbeiten mit ihm und für ihn? Ja, das ist ja nur eine kleine Rolle, die ich dem David gegeben habe. Und ich habe das für ihn geschrieben und es war ganz charmant. Also die Dreharbeiten, er hat sich tolle Mühe gegeben und ich finde, er hat es auch sehr gut gemacht. Er hat wirklich auch auf meine Anweisungen reagiert. Wir haben das auch zu Hause in der Küche ein paar Mal geübt, natürlich. Und er ist ein Junge, also ich würde ihn jetzt nicht in der Hauptrolle besetzen, weil ich möchte nicht, dass mein Kind irgendwie. Es muss gar nicht passieren, dass es jetzt so ein riesen Rollen spielt. Aber es war eine kleine Rolle, es war nur 1,5 Tage oder 2 Tage waren es. Und da dachte ich, es ist okay. Und ich fand ihn auch, wie gesagt, richtig gut. Er ist auch jemand, der dauernd Leute nachmacht und der sehr, sehr fantasievoll ist. Und ja, er ist ein kleiner Schauspieler. Aber er will eigentlich Filmemacher werden, das weiß er schon jetzt. Und in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung hast du dich auch als Horrorfilm-Fan bezeichnet. Und du magst auch zum Beispiel den Film von Alfred Hitchcock, Psycho. Und du warst letztens auch, hast du gepostet, ein Insta-Story, dass du auch sehr begeistert von dem Film Joker warst. Und viele haben vielleicht, du hast auch einen Horrorfilm gedreht. Und viele haben vielleicht von dir auch die Fortsetzung von Willkommen bei der Hartmanns ohne Männerherzen nach 10 Jahren gewartet. Und warum die Liebeskomödie, romantische Liebeskomödie? Also ich schreibe einfach immer das, ich denke da tatsächlich gar nicht so viel drüber nach, was ich als nächstes mache, sondern es muss einfach in dem Moment mich überzeugen und mich interessieren und wie so eine Art, wo ich, wenn ich das Gefühl habe, das Projekt, das gibt mir Kraft zurück, das will geschrieben werden von mir, dann versuche ich das zu schreiben. Und was es ist, ist nebensächlich erstmal. Anscheinend kommen bei mir oft Komödien raus, wenn ich über das Leben nachdenke. Brauche anscheinend den Humor, vielleicht auch in selbsttherapeutischer Hinsicht, um mit dem Leben zurechtzukommen. Es tut mir gut, an Komödien zu arbeiten. Ich finde es schön, Komödien zu drehen und auch Komödien anzusehen, weil man danach mit einer augenzwinkernden oder sanfteren Sicht auf sich selbst und auf die Menschen und auch auf Probleme oftmals aus dem Kino geht. Und das finde ich einen schönen Effekt, den Komödien haben können. Aber ich bin auch ein Filmnerd, der alles liebt. Ich liebe Horrorfilme. Ich schaue mir Horrorfilme an, ich schaue mir aber auch irgendwelche Arthouse-Dramen an. Für mich ist es wirklich scheißegal, welchem Genre zugeordnet wird und ob es Mainstream ist oder Arthouse. Hauptsache, es packt mich. Es unterhält mich, es reißt mich mit, es berührt mich, was auch immer. Aber etwas, da muss was passieren. Das Einzige, womit ich nichts anfangen kann, sind verkopfte Filme, wo ich da sitze und mir die ganze Zeit denke, wer sagt dem Kaiser, dass er keine Kleider anhat? Und die Regisseure im Vergleich zu Schauspielern geben nicht so gerne Interviews, aber eure Charaktere verraten einiges von euch. Und als ich mir den Film angeschaut habe, da dachte ich mir, oh, nice, der ist ein Romantiker. Und heutzutage sagen viele, dass durch soziale Medien alles so offen,
nackt und zugänglich ist. Und uns wird auch oft vorgeworfen, dass wir beziehungsunfähig sind. Und was gibt dir die Hoffnung, dass sogar die Barkeeper aus Berlin von großer Liebe träumen? Ich glaube, jeder Mensch träumt letztlich von einer großen Liebe. Das, ob es zugibt oder ob es in dem Moment oder sie es in dem Moment selber weiß, ist was anderes. Aber letztlich ist es das, was wir träumen von Verbindung zu jemandem, von Connection. Auch Freundschaft ist Teil dieses Traums. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es schon so, dass man durch diese Wegwerfkultur oder durch diese Swipe-Kultur, wo man einfach, es geht immer um Next, Next, Next. Ja? Man hat was 3 Sekunden im Kopf, Next. Das ist schon, dass man aufpassen muss, dass man sein eigenes Wertesystem und sein Wertschätzungssystem nicht, dass es nicht kaputt geht. Also, dass man, wenn man jemanden kennenlernt, dass man das erstmal vielleicht an sich ranlässt und nicht gleich schon wieder guckt, Next, Next, Next. Das ist in der heutigen Zeit einfach viel, viel mehr möglich, sich da ein bisschen zu verlieren, als es früher der Fall war bei mir. Und deswegen habe ich auch eine Geschichte erzählt, die analoger funktioniert, wo nämlich die Leute sich im Nachtleben kennenlernen, wo man wirklich miteinander reden muss. Man kann sich nicht hinter einer App verstecken, man lernt sich wirklich kennen. Und das ist vielleicht romantisch, ja. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, ein Freund von mir hat seine Frau mittlerweile auf Tinder kennengelernt. Ja, ich kenne auch jemanden, die durch Tinder einander kennengelernt haben. Also auch das geht, es kommt darauf an, wie man es einsetzt. Für sich selbst. Aber man, glaube ich, braucht schon ein Bewusstsein, was Dating angeht in der heutigen Zeit, dass man ein Bewusstsein hat zumindest, in was für eine Kultur man aufwächst und dass man vielleicht auch manchmal was dagegen setzen muss. Und du hast da einmal eine Geschichte mit bei Christian Ullmann erzählt. Du warst 18. Gottes Willen, was weißt du alles? Das ist ja furchtbar. Du hast eine Prostituierte kennengelernt. Oh Gott, das kann ich dein Ernst sein. Aus ihrem Leben retten. Aber sie wollte, was ist los? Aber sie wollte das einfach nicht. Und wenn wir zum Beispiel auch über meinen Charakter im Film sprechen, der hatte kein Kribbel im Bauch. Der will das gar nicht. Und vielleicht ist das auch so. Sie kennen das nicht und sie wollen das einfach nicht. Ja, also es gibt alles Mögliche. Es gibt auch Soziopathen, es gibt auch Psychopathen. Also es gibt nicht nur Romantiker, das ist mir schon klar. Es gibt auch einfach Playboys, ja, und Playgirls, die halt einfach auch... Ich finde das auch okay. Also ich bin auch mal, als ich jung war, mehrgleisiger gefahren und hatte jetzt auch nicht dauernd das schlechte Gewissen. Ja? Also ist schon klar. Also man kann, das ist alles in Ordnung. Ich glaube nur letztlich kommt es ein bisschen darauf an, ob man halt, wie vielen Leuten man damit wehtut vielleicht. Und wenn man da zu vielen Leuten, egal ob es auf Tinder ist oder sonst was, halt mit den romantischen Erwartungen von jemandem spielt, dann ist es nicht so gut. Glaube ich. Ich finde schon, man kann Playboy sein und trotzdem braucht man dann noch, sollte man schon Verantwortungsgefühl haben vielleicht. Und irgendwann kann man denken, okay, ich höre jetzt lieber auf. Ja, aber sagen wir so, also dass ich bin kein prüder Typ, also dass Leute jetzt nicht gleich eine Beziehung haben mit 25 und der sie ja ihr Leben lang bleiben, das ist mir schon klar und das finde ich auch völlig okay. Und deine Eltern sind seit mehr als 50 Jahren zusammen. Und Senta Berger hat einmal gesagt, dass die Zweisamkeit manche Probleme bringt. Noch größere Probleme gibt nur die Einsamkeit. Und was macht für dich eine glückliche Beziehung aus? Also für mich ist sehr, sehr wichtig, geben und nehmen. Ich glaube, dass eine glückliche Beziehung, egal wie sie jetzt funktioniert zwischen Menschen, dass es wichtig ist, dass man auch will, dass man da drin bleiben will. Und dass man sich irgendwann mal entschieden hat, das ist meine Entscheidung. Und das versuche ich jetzt wirklich. Und dass man nicht bei der kleinsten, wenn man merkt irgendwie, oh Gott, hier reibt es aber ganz schön und das nervt mich an ihr oder an ihm. Und wie oft ist das schon wieder das gleiche Problem und so weiter. Dass man nicht zu schnell aufgibt. Ich glaube, das macht eine glückliche Beziehung auch, weil Krisen werden kommen. Und meine Eltern haben sich auch, sind seit 50 Jahren zusammen, aber die haben sich auch oft gefetzt und gestritten und dann... Das gehört auch dazu. Zusammengerauft wieder, ja. Und in ihrem Buch sagt Senta Berger, dass du so ein musikalisches Talent von deinem Opa geerbt hast. Hast du selbst die Musik für die Bachelors geschrieben? Ja. Mal auch? Oh. Na, ich habe immer die Musik teilweise. Also für meine Filme habe ich fast immer zu großen Teilen die Musik selber geschrieben oder produziert oder beides. Und gerade auch so diese bisschen witzigeren Nummern, also die Schlagernummern oder jetzt auch die Bachelor-Nummer, die habe ich auch. Die habe ich mit einem Kumpel zusammen gemacht, mit Ty Jason.
Und bei Männern hast du gesagt, das bist du in verschiedenen Lebensphasen. Und woher hast die Männer meinst du jetzt? Oder? Ja, und woher hast du dann die Inspiration diesmal für die Hauptcharaktere genommen? Aus welcher Lebensphase dann ist? Also ich glaube, die Inspiration, das ist ein junger Film. Also das ist ein Film, den ich mir in den Grundzügen ausgedacht habe, als ich 27 war. Ja, als ich auf der Filmhochschule war, habe ich schon das erste Mal eine Idee entwickelt, die über ein Date geht, das dann zu einer Art verrückten Reise durch die Nacht wird, zu einer Art Hindernisparcours. Wo die beiden getestet werden eigentlich, die auf dieses Date gehen. Ja, und wenn sie dieses Date überstehen, dann kann sie nichts mehr erschüttern eigentlich. Die Idee ist relativ alt oder auch jung. Also ich war 27, als ich die hatte. Und ja, habe sie damals, konnte ich sie auch nicht machen und hätte sie auch vielleicht nicht gut gemacht. Also manchmal muss man ein bisschen älter werden, um einen jungen Film zu machen. Ja. Letzte Frage. Bitte. Aber liest das bitte vor, lauter. Ich soll es vorlesen. Ja. Bitte, ich will die Antwort. Florian David Fitz war einmal mit seinem Hund Elmo bei dir in Berlin zu Besuch. Was hat Elmo aus deinem Schlafzimmer entwendet, als ihr euch unterhalten habt? Was war das? Eine Art Spielzeug. Okay. Ja, okay. Alles gut. Wir stehen sowieso alle auf die Bestrafungen. Okay, da du weißt ja wirklich alles. Du weißt ja wirklich alles, was du für Sachen hier auspackst. Natürlich. Und damit zeigt man Respekt vor allem. Nein, ich fand's, nö, absolut. Finde ich toll.